Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, liebe Freunde. Wir haben im letzten Part hier die, so gesagt, also eine Secret Welt betreten. Ich hatte damals relativ wenig Bock darauf, allerdings bin ich jetzt hier tiefenentspannt. Und ich glaube, wir können das hier gemeinsam angehen. Oh, dieser blöde Wichser hier, der regt mich am allermeisten auf. Oh, verdammt. Ja, den habe ich nicht kommen sehen. Nein, 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 hoch. Rüber, rüber, rüber. Hä? Wie kann man den jetzt besiegen? Ja, gut. Kann ich den jetzt so besiegen? Nein, den kann man nicht durch Rollen besiegen. Das hat auch gut geklappt hier. Sitz hier rüber, Diddy. Also ihr seht, was ich gemeint habe mit diese Dornenlevel werden unfassbar schwierig. Wie wechsle ich den Kong? Ah, ich habe eine Idee. Ja, voll gegeben, ey. Voll die geile Idee hier. Das darf ich safe staten, weil die Idee einfach geil war. So, jetzt wechseln wir wieder den Kong. Ich glaube, dass Diddy sich hier für diese Passage einfach besser eignet. So, hier oben klettern wir wieder entlang. Das ist ganz entspannt, die Sache. Naja, egal, hier, die Truhe braucht keiner. Hä, wie soll das denn hier schneller gehen? Moment, ganz kurz. Nein, alles ist gut, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich die besiegen soll, Leute. Entweder bin ich da einfach nur zu doof zu, das kann natürlich sein, aber... Oh, da sind wir gerade schön durch den Gegner hier durchgeklitscht, das hat mir gefallen. Ja, es kann sein, dass wir hier in dem Level ein paar Save-Sets mehr setzen müssen, weil das ist hier schon... ...der Gipfel der Schwierigkeit, dieses Level. Ja, das war geil, diese Aktion. Hat mir gut gefallen. Ach, leck doch diese dummen Wichse hier mal im Arsch. Ich bin heute eigentlich tiefenentspannt, aber langsam regt mich das Spiel schon wieder auf. Mit einem übermäßigen Battlen danach Safe-Sets zu setzen. Jetzt haben wir immer mal eine Safe-Zone ins eingerichtet. Ich habe nämlich noch... Ich muss mich hier wirklich mal mit der Mechanik der Steuerung befassen. So, und hier, das weiß ich nicht. Wie soll das gehen hier? Nö, warte mal. Geht das überhaupt? Nein, wartet. Das muss gehen, wenn ich weiß, dass an der Steuerung was falsch macht. Das geht nicht. Irgendwas übersehe ich hier gerade hochgradig. Wie kann man hier denn... So nicht. So vielleicht schneller. Ich suche gerade nach Wegen zum schneller Klettern. Also das ist echt mir ein kleines Rätsel, wie diese Stelle hier gehen soll. Soll man da vielleicht drüber springen? Ne, das wäre ein bisschen zu crazy, oder? Ja, keine Ahnung, wie die Stelle geht.
Upsala, falscher Knopf. Also keine Ahnung, wie die Stelle da geht. Ich habe jetzt hier irgendwas gedrückt. So, jetzt. Kann ich vielleicht runter? Nein. Nein, so geht das auch nicht. Okay, die Gegner scheinen offenbar unbesiegbar zu sein. Ah, ich habe eine Idee, wie die gehen. Ja, geil. Das hier ärgert mich, dass sie hier einem... Es wird hier einem nichts erklärt. Das ist halt das Problem, was ich hier habe. Vielleicht mit Anlauf? Nö, keinen Plan. Ach, warum trifft er mich denn die ganze Zeit, ey? Lass mich doch hier mal in Frieden mit deinem Scheiß. Ach komm, das Level ist doch doof. Ja, hier werde ich so oder so getroffen, weil ich nicht weiß, wie es anders gehen soll. Deswegen scheiße gelaufen, wa? Vielleicht so, yes. Okay. Einfach einen Knopf gedrückt halt, den ich euch jetzt nicht sagen kann, was für anders ist. Oh, hör doch auf zu langweilen, du hier den Knopf hier gedrückt halten. Das ist hier mal absolut gestört ohne Dixie. Das geht nur mit ein. Das ist hier mal absolut gestört hier, der Scheiß. Okay, das wird wieder ein Gegentreffer. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Na komm, ist er doch doof. Der ist natürlich direkt wieder da respawned, wo man ihn. Ich hab keine Lust, mich von ihm hier treffen zu lassen. So, hier nehmen wir den. So, tschüss. Schönen Abend euch noch. Und dann probieren wir es hier nochmal in die Richtung. Hä, wie soll das denn hier gehen? Hä? What the fuck? Ich frage mich echt gerade, wie das mir hier mit Diddy gehen soll. Höchstens hier mit so einem krassen Rollfallsprung, so einem hier. Aber das geht doch nicht mal mit Diddy, oder? Ja, haltet die Fresse, danke. Nein, ich bin echt gerade überlegen, wie das hier ohne Dixie gehen soll, sollte denn. Na, ah, ich weiß genau, was hier kommt. Ja, aber sicher mache ich ja ohne Speicherpunkt weiter. Ihr könnt mich mal. Wenn ich nicht wüsste, was hier auf mich warten würde. Genau das ist es. Ein Rennen gegen diesen komischen Vogel. Der in der SNES-Version auch noch unfassbar gestört schnell ist. Wie ich das mitbekommen habe. Ja, gut. Diese Frage, ich weiß nicht, ob man hier nur Erster werden, ob man hier zwingend Erster werden muss, ob man nur Erster werden muss, um ein Secret zu bekommen. Das ist halt die Frage. Ja, auf jeden Fall überleben sollte man die Passage trotzdem. Oh oh. Die Frage ist halt wirklich, ob man hier Erster werden muss, deswegen kann ich hier nicht, kann ich hier keine Safe State setzen, weil ich das nicht weiß. Oder war das eine GBA-Version, wo das so unfahr... Nein, ich glaube, das war schon die SNES, das war schon richtig, was ich gesagt habe. Da gibt's dann noch DK Coins etc. pp. Oh fuck. Hier ist die Gelegenheit, hier muss man überholen irgendwo und dann darf man wahrscheinlich nicht mehr zurück überholen lassen. Yo, auf jeden Fall natürlich wieder eine brillante Level-Idee, aber wahrscheinlich im Endeffekt dermaßen asozial, dass es einfach nicht mehr feierlich ist. Aber das hatte ich noch in Erinnerung, hier nochmal das Ganze, ich habe ihn eigentlich getroffen, aber egal. Ihr merkt schon, ich bin etwas am Panik schieben bezüglich dieser Stelle.
Weil ich echt nicht weiß, ob ich hier. Ich soll es eigentlich ausprobieren. Ich soll das Level mal zu Ende fliegen. Oh fuck. So für sich so früh treffen zu lassen, natürlich auch nicht gerade das Allerklügste. Ich spamme jetzt einfach mal meine A-Taste, in diesem Fall Q. Ich habe ihn doch abgeworfen, ey. Nein, es muss schneller gehen. Sicher, das ist eine gute Stelle, um ihn zu überholen. Die Frage ist aber dann nicht, eventuell irgendwann einen wieder überholt, weil man halt irgendwo warten muss oder sich mal verschätzt. Oh, damn. Das war doch kein Treffer, labert doch kein Scheiße, ey. Weil dieses Level, das ist echt eines, wo ich dann sag, Leute, das ist zu crazy. Also ich finde die Passage schon, also die finde ich schon echt heftig, so was ich bis jetzt hiervon gesehen habe, weil wie man Rare kennt, die haben bei den Level Design, dieses Entwicklerstudios gibt es immer ein Alpha und ein Omega. Und das Omega ist in den meisten Fällen das Schlimmere von den beiden. Und ist nicht gerade bestenfalls beim Delta, also nicht sehr weit fortgeschritten im griechischen Alphabet. Na, wir sind ja echt noch in den Kinderschuhen, was die Schwierigkeit dieses Levels angeht, habe ich im Gefühl, und deshalb. Ja, irgendwie werde ich halt wahrscheinlich immer getroffen werden, so hier ein bisschen langsamer, weil ich. Natürlich, es bringt. Ich meine, natürlich, das Level zu schaffen ist. Das Level schnell schaffen zu wollen, ist natürlich die eine Sache, aber die andere Sache ist, hier zu überleben. Und warum wurde ich da die ganze Zeit nicht getroffen, dann auf einmal. Das Problem, was hier viele mit diesen Dornenleveln aber haben, dass einfach diese unfassbare Betrug sind. In mancher Hinsicht. Weil einfach manchmal wird man getroffen, die Hitboxen sind nicht klar definiert. Ja, klasse. Gute Aktion, also. Hier die dicke Münze noch für die ganz Gestörten dann unter euch. Have fun damit. Also good luck allen, die das machen, und das war wieder scheiße. Ich würde halt gerne irgendwo ein Safe State setzen, und ich weiß halt nicht, inwieweit das zeitlich vertretbar ist. Und ich weiß jetzt halt, wie gesagt, auch nicht, ob man hier Erster werden muss, deswegen keine Safe States, und wir werden hier wahrscheinlich uns eine Stunde lang mit dem Scheiß rumschlagen. Ach man, Squawks, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt mal ohne Treffer durchgekommen, hätte ich sogar einen Safe gesetzt, ey. Weil hier die Stelle, die ist an sich auch nicht so schwierig, und ist an sich ist das ganze Rennen hier nicht so crazy, nur halt dieser Druck, dass man das schnell machen muss, das ist das Problem. Und wir sind übrigens beim K, das wollte ich nochmal anmerken. Das war das K. Das fucking K, Leute. Oh Mann, ich habe jetzt wieder die Tasten. Okay, vielleicht sollte ich das hier etwas langsamer angehen, das Level erstmal kennenlernen. Ach, fick. Ich meine, nervt mich nicht. Man weiß jetzt, dass wenn ich den Vogel in eine Richtung noch drücke, dass dann die Geschwindigkeit stark erhöht wird, sonst ist das Level hier nicht möglich, wenn man das nicht weiß. Yo. Ich muss sagen, ich muss mich selbst mal loben dafür, dass ich so ruhig geblieben bin bis jetzt, obwohl das Level hier echt absolut asozial ist. Ja, jetzt werde ich hier bitte nicht wieder so billig getroffen, weil ich euch gerne mal etwas neues Gameplay zeigen würde. Oh nein! Och Mann! Ich würde erst sagen, dass das Level hier fucking K übrigens immer noch. Ich fasse es nicht, das ist das K. Das ist das K. Oh Gott, als das Level alles vorhin, was mich so, wo ich mich schon über aufgeregt habe, war alles nur Vorgeplänkel. Geil. Oh fuck, dieser Safe State könnte mich unter Umständen mehr kosten, als mir lieb ist. Ja. Jetzt geht's hier hoch, Fragezeichen. Ah. Ah, okay, nee, der Safe State, der war okay. Hier nicht allzu schnell fallen. Fragt halt, wo geht's hier lang? Ne, das ist nur eine Sackgasse, die einen die Münzen hier reinführen wollen. Wo geht's lang? Hoch, hoch, hoch.
Keine Ahnung, nein, rechts, glaube ich. Kongfass, geile Scheiße. Ja, das ist die DK Coin, das ist nicht so geil. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie es hier um das Level steht. Ich glaube, ich fliege gerade rückwärts. Ja, ich fliege rückwärts. Zweiter, geile Scheiße. Da geht's runter, 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 wird angezeigt. Oh, da ist der Vogel, der uns gerade überholt, dieser dreiste Knecht, ey. So, jetzt komm schnell. Squawks, gib Gummi. Das Level kann nicht mehr so lang sein. Ah, fuck, das war... Das... Ach, Mann. Ah, ich wissen ja immer noch hier. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Also das Level kann nicht mehr so lang sein, wenn da schon Zweiter war. Das kann nicht mehr so lang sein. Ja, komm, Squawks, nicht so rumheulen hier. Gas geben. Weiß nicht, wo es hier lang geht, Leute. Keine Ahnung. Das ist ein absolutes Labyrinth. Hä, hey, den Ort kenne ich doch. What the fuck? Oh, ich sollte mich nicht so billig treffen. Das ist echt billig, was ich hier gerade fabriziere. Das ist echt nicht notwendig. Kann es sein, dass hier unten reingeht? Ja, what the fuck, Alter, wie ich mich hier die ganze Zeit von dieser echt dreisten DK-Coin die Irre führen habe lassen. Das ist echt ein fieses Labyrinth hier. Hier unten rein, oh je. Wer sieht denn sowas? Ganz ehrlich, wer von euch hat das gesehen? Sagt's mir mal. Oh Gott. Ja, genau. Nehmt noch mehr Drogen. Drogenkonsum schadet zum Glück überhaupt nicht. Das tut nur ein wenig die Stimmung aufhellen und ja. Was weiß ich, was noch Drogenkonsum alles macht, aber Stimmung aufhellen tut's auf jeden Fall. Und darum geht's ja beim Spiel. Das soll ja witzig sein. Die Spieler sollen ja auch was von haben, von eurem lustigen Abend, ne? Ah, komm, jetzt hier schneller. Ach, Mann. Das Problem ist halt echt, dass mir den Save-Sets das erklärt habe, dass ich hier nicht weiß, wann ich einen setzen kann. Und hier werde ich jetzt einen setzen, weil... Und da bin ich zu schnell runter, das macht aber gar nichts fürs Erste, weil ich jetzt hier dafür etwas Zeit sparen gerne. Ah, hier geht's nach oben, okay. Das ist auch so eine Sache, das muss jetzt merken, dass hier immer nach oben geht, weil sonst kann ich das gleich hier abbrechen. Ja, aber wichtiger ist es, wie gesagt, hier Treffer. Und die Steuerung mit dem Vogel ist echt komisch, tut mir leid. Ich finde die Steuerung mit den tierischen Helfern zum größten Teil echt komisch. Und komisch ist noch ein freundliches Wort für das, was ich wirklich davon halte. Hier Lücken, 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 Lücken. Diese Stelle finde ich, solche Stellen mag ich gar nicht, weil die sind echt... Da nutzt man die auch noch, diese schlechte Steuerung aus, um das Spiel schwer zu machen. Oh, geil. Na, ist nicht geil. Man nutzt echt die Schlechtsteuerung aus, um das Spiel schwer zu machen. Das finde ich echt ein Unding. Ja, komm jetzt hier schnell. Vor allem diese Musik ist auch gar nicht irgendwie Stress. Macht mir auch gar keinen Stress oder so irgendwie. In keiner Weise. Nö. Oh, hier geht's hoch. Ich weiß halt jetzt... Das Teil ist komplett blind hier, dieser Level-Teil. Deswegen ist das so schwierig. Nein, da ist der Ander. Da ist der Ander-Krattler. Schnell. Schnell, schnell! Hoch! Squawk, du kleiner komischer Vogel. Ah, komm, nein, ich kann hier nicht mit einem Leben durch. Das geht nicht. Okay, ich darf mir hier nicht mehr so viel Zeit. Komm, jetzt erstmal ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal eine Runde hier an entspannen. Und dann geht's hier weiter, okay. Na, kommt, ey. Das ist echt fies, das Level hier. Das muss der Entwickler echt lassen. Hier Schwierigkeit haben sie reingehauen, aber ist eben echt die komische Steuerung genutzt wird als Argument. Das ist einfach, das ist nicht. Das zieht bei mir nicht so. Finde ich nicht so geil persönlich. Das war doch gar kein Treffer! Das meine ich mit dieser Hitbox, wo wirklich dann, deswegen sind diese Dornlevel eigentlich verhasst.
unter anderem wegen der Hitbox. Nicht nur wegen dem, sondern einfach auch, weil sie sau asozial sind, aber unter anderem wegen genau diesem Punkt, den wir hier gerade gesehen haben. Ein Treffer, der keiner isst. Ich meine, same, Leute, same. Und ich gehöre gesagt auch nicht zu den Freunden von den Dornleveln, das muss ich ehrlich sagen. Also ich mag die. Tja, ich konnte mich auch mit denen nicht anfreuen, also. Ist ja nicht mal so, als wäre die Atmosphäre das super geil. Das ist nicht mal das ist, ne? Ja, da, zum Beispiel, das hat man es auch als Treffer werden können, aber es wurde nicht. Und jetzt stell ich mir die Frage, warum? Und, ach man, ich wollte. Das ist das Problem, wie schon in diesem verfickten Giftgemäuer, dass jeder Safe-Set kostet Zeit. Da drücke ich immer. Ich lerne aber auch nicht aus meinen Fehlern. Das ist das Problem. Dass jeder Safe-Set kostet mich Unmengen an Zeit. Ja, was soll ich hier? Zwei Kongs oder keine zwei Kongs? Das ist halt die Frage. Sind hier zwei Kongs relevant für den Rest dieses Levels oder nicht? Ich soll gucken, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen. Irgendwo, das sieht gar nicht mal so. Hier, diese Stelle ist natürlich auch absolut scheiße dreist, weil jetzt der Vogel kommt und Stress macht. Ja, hier. Ja, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo es lang geht. Da gäb's die. Es war. Moment, ist hier nicht die Zeit. Das war jetzt wirklich. Das war fies, weil das war genau dieser Hitbox-Moment. Das ist genau der Moment mit der Hitbox, den ich so oft meinte. Und wir sind schon wieder bei 22 Minuten, schaffen nichts in diesem Part. Ich würde euch jetzt hier fragen, ob ich den Part splitten soll oder was ich machen soll. Ach, ich feuer dann in Zukunft gar nicht mehr. Lass mich da einfach treffen. Ich weiß zwar nicht, wie lange das Level noch dauert, aber meine Aussage, das dauert nicht mehr so lang, die kann ich wohl revidieren, offenbar. So, hier jetzt sicher. Das soll doch runtergehen, Alter. Ah, das war wieder komplett verpokert. Ey, das war hier aber nicht fair. Ah, mein Arm macht mir weh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil dieses Level so behindert ist und ich mich da schon zu viel drüber aufgeregt habe. So. Ist auch keine Lust, hier jedes Mal denselben Scheiß zu sehen, oder? Also ich habe da keinen Bock drauf. Ist halt etwas schwieriger hier richtig zu manövrieren, aber. Ja, Leute. Freut euch doch an diesem einen Treffer ohne Spaß. Das ist so wie in Returns, da freuen sich auch, wenn sie. Freuen sich wie die kleinen Kinder, wenn sie einmal ein Leben abziehen können. Das Problem ist jetzt echt dieser dreiste Vogel hier, dass der hier so ohne weiteres durchkommt, während ich hier echt navigieren muss. Und das war kein Treffer. Verdammte Scheiße. So, entschuldige, ich wurde mal wieder kurz unterbrochen. Was für ein Wunder, ist nicht die 10. Aufnahme in Folge, wo ich unterbrochen werde. Ich mache das in Zukunft nachts, ich habe es gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf. So, wegen jeder Aufnahme gestört wird. Ey, es gibt Essen, ja, das ist schön. Ich bin so gerade am Zocken und wir haben ja erst 5:30. Na, kurze Intervention, es gibt Abendessen, wir haben 4:45. What the fuck? Okay, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Außer, dass ich jetzt schnell fertig werden möchte, weil ich jetzt Hunger habe. Also ich habe nicht wirklich Hunger, ich habe jetzt keine Lust mehr hier auf den Scheiß und ich habe auch keine Lust da ewig die Leute mit also meine Eltern mit dem Essen warten zu lassen und fegt euch alle. Diese Hitbox ist eine Katastrophe. Und zwar nicht nur eine kleine, sondern eine mittlere bis riesig große. Und ja, setzt ihr wieder Safe Stats, deine Oma, Alter. Regt mich nicht auf, ey. Mit diesem Rumgeheule setzt Safe Stats for lame. Guckt euch den gestörten Scheiß an, dann wisst ihr warum. Ich bedauere jeden, der dieses Spiel ohne Safe Stats gezockt hat. Das habe ich ja bereits mehrfach schon gesagt. Erster gute Scheiße. Aha, und jetzt hier, was soll man hier jetzt bekommen, so? Das Level ist auf jeden Fall geschafft, ich mache den Part mal ein bisschen kürzer. Na, das heißt ein bisschen kürzer. Gibt's hier noch den alten irgendwo so? Nö, nur eine Speicherhöhle, die wir noch nutzen werden. Und wir saven das Game nicht mal mehr für gratis, sondern für eine verfickte Münze. So, jetzt habe ich heute aber genug rausgehauen hier an bösen Wörtern wieder zum Schluss. Aber Essen um 4:45, das könnte fast schon die Partyüberschrift werden, wenn's nicht so geil wäre.
dieses Level so asozial. Und wenn beim nächsten Mal nicht der letzte Part mit dem King K. Rool Duell anstehen würde mit den Credits, mit dem Fazit. Ich hoffe, euch hat dieser Part von Donkey Kong Country 2 gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.